At first I said that I love you and you ain't say that shit back. It's kinda hard to just trust you when both your feelings don't match. Got me showing less emotions, I don't wanna get attached. Once I give you my word, I swear it ain't no going back. Once I give you my heart, you better keep that shit intact. Instead of assuming the worst, girl, I'm just here stating facts. You want me to take you back? I want you to take me back. You want me to take you back? Moin Leute! Moin! Zanon, Tiger, SV38. Die wollen wir euch nochmal zeigen. Wir wollen mal unsere Meinung zur Schere einfach raushauen, würde ich sagen, ne? Was man sagen muss, sie ist schnell da. Sie ist schnell da. Und wenn ich jetzt Klingen wechsle, mach nochmal, sofort, geht. 100%ig, schnell, ordentlich. Ja, jetzt haben wir hier immer schon so viele Videoanläufe gehabt, deswegen sieht es schon ein bisschen gestückelt aus. Was ihr euch vorstellen könnt, wir waren da in eine Pflaume mit, haben damit geschnitten. Pflaume ist hartes Holz. Die Schere geht wirklich super da durch. Da kennt die nix. Wirklich. Doch, muss man sagen. Ich kann die den ja mal hinhalten. Halt die mal hin, mal durch hier. Ja, das reicht. Sonst haben wir gleich für die anderen nichts mehr. Wirklich. Auch durch so was Dicken geht die durch. Aber wirklich gut. Wie gesagt, wir haben das leider schon alles hier zerlegt. Ja, was toll ist, das Ding hier, das Akku, ein Tag. Wirklich, ist ein schöner langer Tag, wo du damit schneiden kannst. Ja. Also, wirklich. Kommt auch immer auf Anlagen auf an. Und wer noch einen längeren Tag machen möchte, es gibt auch einen Akku, das hält ja, 2 Tage. Das hat Peter uns gerade erzählt. Ne? So Leute, und wenn ihr für die Schere ausführliche Sachen haben wollt, wie man die zusammenstellen kann, was man für einen Akku nehmen kann, dann geht einfach auf die Internetseite. Ist ja toll, dass wir das Internet noch haben jetzt in der heutigen Zeit, gerade wie die Lage so ist. Und dann kann man da auch seine Postleitzahl eingeben, wo irgendwo so ein Händler in der Nähe sitzt. Richtig. Kann man sich das in Ruhe angucken. Da gibt es wirklich viele Varianten und ja, da wollen wir jetzt auch nichts Falsches sagen. Preise sagen wir jetzt auch nicht, weil da würde ich direkt mit dem Händler sprechen. Was ist immer am besten. Was Michi eben nochmal sagte und ich habe da eben mit Peter noch über geschnackt, weil der die viel im Betrieb hat und schon über Jahre, da sind hochwertige Sachen eingebaut von der Firma Zahnort. Das, was Michi eben sagte, allein schon wie die sich anhören. Ne? Ja, muss man wirklich sagen. Ist schon kernig. Auch gut, wie sie in der Hand liegt. Du sagst immer, Peter, jetzt denken, glaube ich, viele an Peter Wahlen. Willst du da noch mal irgendwas zu sagen? Ja, Peter hat uns angeschrieben. Peter kommt aus Süddeutschland, ist auch Obstbauer mit Herzblut dabei. Der fragte mal, Mensch, Zanon, ich habe sie im Betrieb, würdet ihr da mal ein Video zu machen? Ja. So. Und ich meine, die kamen aus dem Werk, ne? Ja, das hat Peter so vermittelt. Ja, und eben habe ich auch noch mit Peter geschnackt, wirklich. Wir haben über Witterung alles mal eben so ein bisschen durcherzählt. Ja, und so ja, ist das entstanden. Was hat er da mitgemacht mit seiner Schere, die jetzt 5 Jahre alt ist? 650.000? 650.000 Schnitte. Und nichts mit, ne? Nee, nichts mit. Also laufen die Dinger. Also ist das schon mal. Ich würde sagen, das dazu gefällt uns wirklich gut. Robust, aber was uns nicht so gut gefällt, ist das Kabel, muss man ganz klar sagen. Und da hat Zanon auch eine Lösung. Steigen wir um zur ZM25. Ich glaube, brandneu auf dem Markt, ne? Gibt's jetzt vielleicht ein paar Monate. Ja. Schalt den Hobel mal ein. So, Schnittzahlen, das. Da würde ich noch sagen, wir haben schon ein Video rausgehauen, guckt einfach den ersten Teil, da haben wir voll zur Technik die Bedienung alles erzählt. Ja. Doppelklick hier. Ja. Das ist da anders wie da. Genau. Richtig. Ist auch hier mit dem Umstellen, da brauchst du einen kleinen Tick länger. Vielleicht ist da ist unsere Meinung, wir haben es ja gesehen, ihr könnt das. Vielleicht kann man das irgendwie mit der Software ändern, dass die hier die Klingenöffnung, ja, der Wechsel, kannst du das mal eben machen? Und jetzt zieht sie und du kannst schneiden. Und diese ist auch noch an. Hast du die ausgemacht? Habe ich ausgemacht. Mach die mal eben an. Das geht ja fix. Wir halten jetzt hier gedrückt. Jetzt fährt sie gleich von alleine auf. So, und jetzt mache ich den Klingenwechsel und einmal Power mit der. So, und das meinen wir einfach nur. Wir wissen, dass Zanon es kann. Vielleicht können sie da nochmal nachlegen und dann läuft das da auch. Aber wenn ich in der Anlage bin, allein schon mit dieser Schere, weil sie jetzt ja einen kleinen Schneidknopf hat da. Also, was wolltest du sagen? Ich habe mich eben versprochen. Nein, das Gebiss ist ja nicht ganz so groß und ich habe da eine Elster-Anlage, eine 6 Jahre alte Elster-Anlage mitgeschnitten, wo ich wirklich alle Äste gut greifen konnte, ja, mit dem Gerät. Na? Und sie macht das wirklich schön. Was ich toll finde, wenn du dieses Hin und Her im Baum hast, dann willst du da mal einen schneiden, hier willst du mal einen schneiden. Ja. Das Handling ohne Kabel gefällt uns, Michi und mir, super. Du willst es auch nicht mehr anders. Ist einfach schön. Ja, wenn du das einmal gemacht hast, ist das richtig, richtig geil. Und du hast ja eben auch schon gesagt, du könntest dir das im Sommer auch gut vorstellen, ne? Ja, mit dieser Schere, wenn du irgendwo Anlagen hast, wo ein bisschen mehr Sommerschnitt ist und so, und du willst deine Hand ja
noch viele Jahre behalten und das nicht alles überdehnen, dann freust du dich, wenn du so ein Werkzeug hast. Das beste Beispiel, Leute, ist, wie die ersten Akkuschrauber aufkamen. Was gibt's heute schon für tolle Technik bei den Akkuschraubern? Und ich finde das schön, dass die Scheren hinterherziehen. Ja, das finde ich ganz toll. Die meisten Äste sind ja auch in unseren Anlagen so dick nur. Ja. Du hast ja nie, dass du jetzt sowas groß schneidest. Und selbst wenn, geht es auch. Du hilfst einfach den Ast mit. Der Ast ist ja fest, der liegt jetzt hier locker auf der Bank, ne? Richtig. Aber ich finde das so schön. Haut da durch. Schnell. Ja, zu den Akkus muss man sagen, also wenn man jetzt eine anstrengende Anlage hat, wie man denn schneidet, also wenn du die drei Akkus leer machen willst im Tag, dann wird das aber ein verdammt langer Tag. Also ich habe das jetzt immer gehabt, dass ich mit einem Akku auch bis zum Mittag rangekommen ist. Und da waren jetzt nicht irgendwelche Telefonate bei. Also ich habe wirklich auf 4 Stunden normal geschnitten. Doch, das, und selbst wenn, du kannst hier, wenn du jetzt gerne die Nacht durchschneiden willst, holst du dir noch ein paar Zusatzakkus. Ja, ja, Stirnlampe auf und dann ab dafür. Geht das los? Ne? Ist so. Na, und die kriegst du ja auch schön am Bügel noch mit hier, das Akku. Ja. Aber auch das Klinge, Gebiss nochmal zeigen, wirklich robust gemacht, auch die Nachstellung, wenn sie ein bisschen Spiel hat, geht echt einfach, ich glaube, ist selbsterklärend. Ja. Und würde ich sagen, fällt dir noch irgendwas ein, was du gerne loswerden willst? Sonst ist uns echt nichts Negatives aufgefallen, nur dieses mit der Umstellung. Geht hier wirklich schnell und zackig. Ja, ja. Ist da ein bisschen langsamer, aber vielleicht legen sie ja nach. Ist so. Und ich denke mal auch, dass die Technik geht ja immer weiter, auch noch ein größeres Gebiss mit Akku liefern werden. Das wird kommen. Das bringt und die Zeit. Richtig. Na? Da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Und nochmal herzlichen Dank an der Firma Zanon, dass sie das möglich gemacht hat, dass wir da ein Video zu machen durften, die Scheren auch testen durften mit euch zusammen. Ja, wir sind ja auch schon eine Zeit lang hier jetzt, ne? Ja, ja. Muss man wirklich sagen. Ja, prima. Vielleicht können wir ja nochmal ein anderes Gerät vorstellen. Die machen ja wirklich viel, ne? Die machen viel. Kompressoren für Sonderkulturen machen die wirklich viel. Ja. Wenn euch irgendwas einfällt, schreibt das in den Kommentaren. Richtig. Und dann versuchen wir das irgendwie im anderen Video zu beantworten. Genau. Vielleicht machen wir auch nochmal ein Sofa-Video. Da kann man dann auch so kleine Wehwehchen mal machen. Richtig. Geile Zeit. Wir sind fertig. Wir sind durch. Die beiden Dinger. Echt geile Sache. Jo. Muss man so sagen. Jo. Ich würde auch sagen, dass die wird wahrscheinlich hier bleiben. Könnte ich mir vorstellen. Doch. Doch. Würden wir uns freuen. Jetzt ist das 7:30. Ich würde sagen, wir gehen wieder rein. Ja. Und ihr, was immer ihr auch macht, macht noch irgendwie was Schönes. Denkt positiv, bleibt gesund. Das ist das Wichtigste heute. Alles klar, in diesem Sinne, wir sind raus. Ciao. First I said that I love you when you ain't say that shit back. It's kinda hard to just trust you when both your feelings don't match. Got me showing less emotions, I don't wanna get attached. Once I give you my word, I swear it ain't no going back. Once I give you my heart, you better keep that shit intact. Instead of showing no word.